Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier der Karte eben LS19 auf diese Marsch und so und 5. Ja, ich kaufe jetzt Papier und Karton beim Baumarkt. Und zwar jetzt. Alles wackelt. Und jetzt werden wir jetzt zurückfahren zur Papierfabrik und Karton und Verpackung mitnehmen für die Molkerei. Und dann verkaufen wir mal Vollmilch und Butter oder so Zeug. Und jetzt haben wir 20 Paletten vorziehen. Da die jetzt noch ein bisschen Platz haben für Verpackung, wer es dahin will, das bietet sich gerade an. Weil wir mit nächsten Mal noch ein bisschen Geld verdienen, dass wir dann Zielfeld 65 kaufen könnten, theoretisch, also nur drauf. Das würde sich ganz gut machen für die Zuckerfabrik, weil da brauche ich ihn ja noch Rüben, aber nicht genug. Und das wird sich jetzt anbieten, da jetzt was zu zu ernten, ne? Ja, mit, ich kann mir vorstellen, mit drei Fahrzeugen Rüben ernten, die würde man dann ausleihen. Und dann würden die Verband arbeiten, dann würden, weiß ich, 4, 5 Abfahrer unterwegs sein. Ich würde das Sachen ein bisschen überwachen, ob alles klappt. Ich bin ein bisschen noch Kursprojekt und Outreif, das funktioniert. Aber ich denke mal, das wird halbwegs funktionieren. Ne? So, jetzt brauche ich 2020 wieder, ich genau so viel mit. Denn hier musste ich viel rausnehmen. Hier war ja schon recht voll. Und jetzt haben wir wieder Platz. Das war ja schon rot. Das war ja, ja schlecht, ne? Jetzt haben wir nicht leer. Also Schichtbetrieb wollte ich nicht aktivieren. Paletten müssen wir noch vorbeibringen. Bei Gelegenheit. So, aufladen. Fahren wir dich ran und machen das mal selber. Zum Glück wird das hier auch belohnt, ne? Und sonst wird das eine schöne Stapelei mit einem Stapler, ne? Da müssen wir, glaube ich, weniger herstellen, wenn wir eher das Zeug so verkaufen, ne? Wie Milch und so, das hatten wir auch voll. Machen wir Deckel zu. Regen kommt ja erstmal nicht vor, hat er noch nicht angesagt, das dauert ein paar Tage. Runde. Da ist auch noch ein Karton und Palette drin. Ja, Paletten und Verteil. Paletten auf jeden Fall. Paletten für 5 für Zuckerfabrik. Paletten für Pelletfabrik. Paletten für Papierfabrik. Der Mistfahrer fehlt wieder. Ja, gut, der war kein Mist mehr. Also, BGH nimmt nichts mehr an bei. Na, bei 5 Kronen. Trotzdem, für voll ist voll, ne? Da will ich ja jetzt nächstes Mal Mist zur Produktion bringen, bevor wir nachts mal schlafen sollten. Muss das noch gemacht werden. Aber im Sommer wird nicht so früh geschlafen, vor 10, halb 11. Also im Dunkeln würde ich im Dunkeln arbeiten, deswegen bleiben schlafen. Im Dunkeln wird nicht gearbeitet. Aber wenn es mal notwendig sein müsste, wie eine Ernte, dann vielleicht Wetter angesagt wird und wir können nur das Zeitfenster nutzen, dann müssen wir auch mal bei ja, im Dunkeln arbeiten. Ne? Das ist ja dann halt mal so. Ne? Schauen wir, was wir reinkriegen. Hoffe alles. Und wenn nicht, kurz von läuft dann. Ne? Liegt alles da. Also Papier und sogar Milch ist da. Hier geht auch fleißig rein jetzt. Hoffe jedenfalls. Wird ja nicht verkauft. Das muss ich mal richtig üben. Richtig groß. Nach links aufschwenken und dann rumfahren. Ja, hat nicht geklappt. Wo hängen wir gegen? Also am Karton, also am Container. Container werde ich jetzt vorsichtig wegnehmen, weil bei Produktion könnte es sein,
das Meer weggeht. Ne? Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Oder was man auch machen kann, man kann zumindest den Spielstand sichern. Also nicht jetzt speichern einfach so. Ne? Das kann passieren, dass er beim Runterfahren oder beim Beenden nochmal speichert, dann ist trotzdem da. Man muss im Grunde das Spiel beenden, speichern und beenden und den Speicher dann woanders sichern, als separat. Oder man muss in eine Backup-Datei reingehen und das entsprechend auftauchen. Aber wer sicher gehen will, der geht halt wenn du festgefahren. Der geht halt in den Bereich rein, beim Safe dann und macht einfach von dem eine Kopie. Gut ist, ne? Hab mich festgefahren. Ja, und dann ist es gut. Und auf der sicheren Seite, ne? Sonst hat man, kann es sein, dass es komplett weg ist, ne? Gut, beim Originalgebäude könnte man zur Not sagen, okay, ich mache ein, setze die Frucht zurück und die erste Karte, das ist auch ein Bereich, wo man kopieren müsste, damit ein neues beginnen und ein neues beginnen. Also Vollmilch und Sahne habe ich voll. Oder mal, oh nee. 20 Stück. Und Sahne. Dann fehlen nur 8. Ja, ne, dann müssen wir das halt zurücksetzen in eine Frucht. Das ist auch ein bisschen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo es geht. Dann müsst ihr mal ein Video aussuchen. Bei Connection, der hat es mal erklärt. Mit dem Begriff YouTube. Also, da findet man garantiert. Wenn das mal, er macht es ja oft im Livestream, wenn er wirklich mal er selber zurücksetzen müsste, dann macht er das ja. Also wer da mit der Karte das lösen will, in der Regel beim Livestream im Chat eine Frage stellen. Er zeigt es in der Regel und macht es auch. Das ist in der Regel, und macht das Dreck. Also wer jetzt praktisch die Frucht zurücksetzen möchte, das macht er im Livestream hin und wieder mal, weil er es sonst selber braucht, ne? Aktuell. Wenn er das für sich braucht, dann zeigt er es mal. Also von vornherein. Und wer denn die Frage hat, dann erklärt er kurz oder einer seiner Zuschauer sagt genau, wo welche Nummer die Folge ist, wo er das mal gesagt hat. Da kann man ja, das ist ja gespeichert, da zurückgreifen, dann wird es auch genau erklärt. Also da wissen schon einige Bescheid, wie und wo das ist. So, Butter, nee Quatsch, Milch, Vollmilch und Sahne. Die erklären das schon genau. Also das ist an sich kein Problem, dass da das Problem nicht gelöst wird. Weil viele Zuschauer, die wissen das genau, was ist, Sahne wollte ich geben. Besserer Preis gibt bei Vollmilch. Edeka. Edeka. Ja, auch bei, das kommt ungefähr hin, das ist nur ein paar Euros. Das passt. Deckel zu. In Ansicht. Fahren wir jetzt zur Edeka. Wieder mal. Und dann werden wir, aber nicht mehr heute, Paletten. Dann muss ich den LKW hinstellen beim Sägewerk und Paletten. Ist da beim nächsten Mal die Erinnerung kommt, Paletten, das war da gut gewesen. Die Produktion braucht Paletten und zwar die Papierfabrik braucht Paletten und die Pelletsfabrik. Die auf jeden Fall. Schlachthof braucht keine. Vielleicht sogar also die muss auch noch mal vielleicht brauchen. Müsste. Wenn eine Anzeige 40-40 da ist, dann hat er nicht festgeklemmert, kann man sagen. Ne? Also Outlook ist dann im Prinzip deaktiviert. Das
spielen wir hier. Leichter. Wenn wir nicht zum Berg hochfahren. Die Ampel. Edeka, komm mit. Ja, ich mache mal so, oder ich versuche in der 7 Folgen auch Stück aufzunehmen. Das macht es oft für die Großbildfahrer besser, wenn die jetzt mehrere Folgen durchfahren können. Und ich kann mir jedes Mal daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Ne? Also im Prinzip, im einen Tag ist es, man vergisst es so schnell nicht. Ne? Man schafft zwar nicht alles, aber man vergisst es nicht. Ne? Und die Radaussaat ist mit dem heutigen Tag fertig. Hier meine Rüben das kleine Feld und wir ein großes kaufen. 1,6 Millionen haben wir jetzt. Und das müsste dann nächste Woche. Machen wir mal den übernächsten rein. Müsste dann übernächste Woche dann mal gemacht werden, dass es Dünger aufkommt und kalt. Die Straße fahren wir jetzt rein. Risiko. Da ist doch Edeka. Rechts von mir. Verkaufen. Wo kann man verkaufen? Vorne. Vorne gibt es. Es gibt Vollmilch. Hier wird ja nichts schlecht. Das ist gut dabei. Ne? Heutige Vollmilch ist ja nicht lange haltbar. Sondern wir haben nicht, ne? So. Ein bisschen Zeit fahren. Bisschen. Und Z. So, Düngefahrzeug. Er verkauft ja auch noch wohl. Ich kann schon mal hinfahren. Wie wäre man einen Kalkstreuer nehmen, ne? Falls sie aussteigen, dann nehmen wir gleich einen Kalkstreuer mit Pflegebereifung. Das ist ganz wichtig. 65 ist ja schon die Auswahl drin, ne? Haben wir einen bei. Der erste ist... Der erste Takt auf jeden Fall mit Pflegebereifung. Das ist ja Pflegebereifung und der Anhänger müssen wir umrüsten, ne? Da müssen wir sofort nicht kalten, wenn man gekauft ist. Und ich muss dann auch einen Pflegereifen Traktor hinschicken mit Messgerät. Tacken brauchen wir nicht, aber umrüsten wir nicht. Die Brücke ist ja fertig. Denke ich mal, ne? Ich hab das schon lange nicht geguckt. So. Ja, reparieren brauchen wir nicht, das ist nicht notwendig. Da tun wir schon mal reparieren. 46 Tage alt. Konfigurieren. Das ist Aufbau keine, das ist Quatsch. Reifvariante, Pflegebereifung. Und klack macht das Gewicht. So, und drinne. Den schicken wir Feld. 65. Naja, mit mit Kalksteuer. So schnell kann ich gleich gucken, wie der losgefahren ist. Das braucht ein bisschen länger, ne? Berechnen, ne? Und den Augenblick. Zack. Unterwegs. Dann müssen wir kurz hier rausfahren. Und hätte, den kann ich nicht zurücksetzen, glaube ich nicht. So, den schicken wir hin. 65. Dann brauchen wir einen Traktor mit Pflegebereifung und Messgerät. Messgerät ist garantiert Zeit. 14, das schaffen wir. Hinschicken jedenfalls. Hinschicken, Messgerät, ein Traktor mit Pflegebereifung. Da haben wir hier garantiert eins bei oder eins drinne. Der hat keine Pflegebereifung, den können wir nicht nehmen.
Aber wir müssen den schon mal rausnehmen. Also abkippen, abladen. Bei Felder, die nicht bestellt sind oder noch gerade so. Ja, da kann man es machen, aber bei Feldern, die bestellt sind, da geht nicht. Also ist in dem Fall so. G2 nehmen wir nicht. Weil bei Maximum war Probleme. Hier bei denen gibt es Probleme mit LN. Oh, geht doch. Dann können wir den auch nehmen. Pflegereifung, da ist der andere Käse. Den können wir nehmen zum Düngen. Den checken wir auch gleich los. Dünger nicht voll, machen wir gleich. Und den müssen wir umrüsten auf Pflegereifung. Das machen wir zuerst. Pflegereifung. Das ist Dünger drin. Gibt die große Aktion, Feld, Dünn und Kalkstreuen abholen, alleine hier und Kalkstreuen ohne Sätze ein, woanders hin. Das kann auch sein, ne? Also die Variante gibt es auch noch. Reparieren, wenn wir schon bei sind, ne? Konfigurieren, hier machen wir wieder Aufbau, Pflegebereifung und verändern mal ganz kurz. So, und hier war der Traktor. Der hat Zwillingspflegebereifung bei. Das ist der K2. Oh. Geht da auch ein bisschen mehr? Ne, der hat nur. Na gut, der muss reichen, ne? Den ist aber schwer. Den kriegen wir dann Produktion. Und dann schicken wir ihn zum Feld 65. Da muss ich noch 500.000 verdienen und so. Das schaffen wir auch noch nächste Woche. Irgendwo haben wir noch was zu verkaufen. Vielleicht Zucker, mal sehen. Schicken wir mal Feld 65. Müssen wir Straße fahren? Na, er kommt hier nicht klar. Blocking. Und ein Tag fährt. Und tschüss. Ich brauche noch ein Messgerät für Traktor und Messgerät, den schicke ich auch noch los. Ja. Wie gesagt, 500.000 wird noch fehlen. Entweder pumpen wir was aus, Leitung, oder wir werden noch was verkaufen. Vielleicht können wir auch Fleisch verkaufen, mal sehen. Oder abends gibt es ein bisschen Geld von der BGH, mal sehen, so viel ist ja eigentlich nicht. Ich habe bei der BGA-Preise keine Änderungen vorgenommen. Das heißt, die 270 Euro von Seasons kriege ich hier. Komischerweise kriege ich hier auch der andere wäre schneller gewesen, ne? Gut, dann nehmen wir den. Können wir vorne anhängen, dann macht sie besser. Das hätte ich nicht gewollt. Im Auffeld 65. So. Müssen wir erstmal rausfahren, rückwärts. Und dann
fällt. Gucken wir mal, wie es fährt. Dann gehen wir uns in den Zirion, dann können wir gleich mal entlassen. Das sieht aus, hat auch fertig. Aber den schicken wir zum Hof, ne? Produziert fleißig weiter. So, Blocking, Maximum, Mist. Jo. Den kommen wir nicht weiter. Aber wiederum muss ich aussteigen. Also ich gehe mal jetzt zum Geldmenü. Und dann leihen wir uns mal die nötigen 200 und 2,5 Millionen, glaube ich, waren es gewesen. Und dann kaufen wir das Feld. Das schaffen wir heute noch. Wie sie hier waren, so wie die Zeit geht, ist ja die Uhr rast. Also für Sonntagsfolge besonders. Ne? So 2,5, 2,6. Mal ganz kurz gucken hier. 65. Ertragswerte. Na hier. Land. Bei Landkauf wird angezeigt 41% Lehm, 44% Ton, fluffiger Ton und sandiger Sand, lehmiger Sand 0%. Ertragsergebnis etwa 103%. Das ist möglich. So, jetzt beim Feld kaufen. Das kann man hier unten kaufen. Also beim Kaufmenü kann man sehen, ob der Ertrag, also ohne zuvor zu messen, wie das was einbringen würde. Ne? Also kaufen für 2, so und jetzt sehen wir mal noch, also ohne zu messen. Wo sind die Fahrzeuge alle? Unser Mistfahrer müsste ja bitte BGH sein. Den fahren wir jetzt mal. Also den mal fahren wir nächste Woche. Ich sag mal jetzt heute mal tschüss und ciao. Ich muss noch ein bisschen warten. Also vor allem noch ein bisschen Mist liefern. Nur warten, bis die Fahrzeuge angekommen sind. Messen werden wir dann nächste Woche. Ich sag mal tschüss und ciao. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Ja, morgen geht es ja hier weiter. Hier zum Marsch. Tschüss. Nochmal dickes Dankeschön. Fleißiges Reinschalten. Tschüss.